innerhalb von 2-3 Minuten haben sie an der Oberfläche vom Belag Eis. Es hatten sich auf dem Dach über Nacht durch den Regen Eisplatten gebildet, die durch das Tauwetter jetzt ins Rutschen gekommen sind. Die Gefahr für Menschen ist, dass sie ausrutschen mit daneben Fußbrüche, Handbrüche, Personenschaden alleine. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Eisregen ist im Grunde gefrierender Regen und kann überall in Deutschland vorkommen. Obwohl die Temperatur der einzelnen Tropfen deutlich unter 0 Grad liegt, bleiben sie flüssig. Dafür fehlen Kristallisationskeime in der Luft, die das Einfrieren ermöglichen. Sobald der Regen jedoch auf Oberflächen trifft, gefriert er. Auf Straßen, Bäumen und Häusern entstehen Eisschichten. Diese Eisschicht ist in der Regel nur wenige Millimeter dick, aber im Extremfall, dann wenn es über längere Zeit Eisregen gibt, dann kann diese Schicht natürlich auch mehrere Zentimeter dick sein. Und das führt dazu, dass dieses enorme Gewicht von diesem Eis massive Probleme verursacht. Es brechen Stromleitungen zusammen, Bäume stürzen um. Das gibt massive Probleme, die durch das Gewicht des Eises verursacht werden. Abwasserrohre und Regenrinnen können platzen und die Fassade beschädigen. Auch Menschenleben werden direkt durch Eisregen bedroht, so wie im Januar 2011 in Hannover. Über Nacht schmolzen die Eisflächen und fielen blöckeweise herunter, mit fatalen Folgen. Als der RTW vor Ort war, stellt sich heraus, dass eine ca. 80-jährige Dame von einem erheblichen Eisbrocken am Kopf getroffen war und bewusstlos auf dem Gehweg lag. Sie musste reanimiert werden und auch unter Reanimationsbedingungen dann ins Krankenhaus transportiert werden. Dort verstarb sie schließlich. Die Gefahr für weitere Passanten blieb bestehen. Zurzeit sind wir dabei, die noch latente Gefahr der restlichen Eisplatten da oben auf dem Dach zu entfernen. Eis stellt eine nicht zu unterschätzende Last für das Tragwerk eines Bauwerks dar. Selbst wenn die Schicht, die sich infolge von Eisregen bildet, eher dünn sein sollte, kann sie zum Problem werden. Nämlich dann, wenn sie auf eine Schneeschicht trifft und so die Last erhöht. Flachere Dächer sind hier besonders gefährdet und können sogar einstürzen. Doch sie können sich vor den Risiken von Eisregen schützen. Regelmäßig sollten sie Dachabflüsse überprüfen und von Laub und Dreck befreien. Die Dachrinne muss frei sein, damit, wenn der Schnee taut, dass das Wasser ohne Probleme abfließen kann und wir nicht einen Rückstau haben und zusätzliche Lasten auf das Dach kriegen, wofür die Dächer nicht berechnet sind. Dachrinnen lassen sich beheizen, sodass sie nicht aufplatzen können. Ein Kabel wird hierbei durch die Regenrinne und das Abwasserrohr gelegt. Und Außenheizungen im Boden können Hauseingänge gegen den plötzlich auftretenden Eisregen schützen. Zum einen kann ich jetzt vor der Haustür, kann ich sagen, wenn ich hier Flächen habe, wo hier Gefahr besteht, kann ich eine Heizung, Elektroheizung einbauen, damit hier von Anfang an vermieden wird, dass sich bei Eisregen an der Oberfläche Eis bilden kann. Zufahrten und Garageneinfahrten können durch eine Rampenheizung gesichert werden. Rampenheizung funktioniert folgendermaßen. Im Belag werden Heizmatten oder Heizbänder eingebettet in einer Tiefe von 6 cm. Die werden elektrisch betrieben in der Regel und werden zusätzlich mit einem Temperatur- und Feuchtesensor versehen. Das heißt, die Anlage schaltet nur ein, wenn Schnee fällt oder eben in einem Bereich ist, wo sich Eis bilden kann. So ist auch Ihr Haus vor Eisregen geschützt.